Hey, man fängt mich auf, was ist die beste Übung für Lagenwechsel? So, das ist natürlich stark von einem Niveau abhängig, aber grundsätzlich, das ist die wichtigste Übung, ja, die Grundlage von jedem Lagenwechsel, das sind die Einfingerübungen. Und was du zum Beispiel machen könntest, das ist ein Chromat-Schütteln mit dem ersten Finger. Oder ein normaler Tonleiter. Oder ein gebrochener Tonleiter in Terzen. Oder in Quarte. Okay, und am wichtigsten dann, das ist, das natürlich mit verschiedenen Rhythmen und verschiedenen Übungen richtig zu üben, verschiedene Variationen, ja, und das natürlich für dein Niveau anzupassen, also als Anfänger, das wäre ja erste, dritte Lage, von geschrittene bis ganz oben. Okay, so viel Spaß.